Für die Fraktion Die Linke spricht nun der Kollege Roland Klaus. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil nicht selbstverständlich verständlich sein kann, was ein Haushaltsbegleitgesetz denn so ist, zunächst die Frage, was steht da drin? Es handelt sich hier um ein Gesetz, in dem die Balance von Einnahmen und Ausgaben des Bundes geregelt wird. Also Einnahmen als Steuern und Abgaben, Ausgaben als Sozialleistungen, Zinsen, Verwaltung, Investitionen. Oder wenn man es mal ganz einfach sagt und verständlich für unsere Zuschauerinnen, stellen Sie sich vor, Sie wollen ein neues Auto kaufen, dann haben Sie mit zwei Fragen zu tun. Sie überlegen sich, wo kann ich sparen und bei welcher Tante kann ich noch was abfassen. Auf diese Weise habe ich Sie in die Geheimnisse von Haushaltsbegleitgesetzen eingeführt. Und nun kann man die gestellten Fragen gut und schlecht beantworten. Das Haushaltsbegleitgesetz, das uns hier vorliegt, gibt die denkbar schlechtesten und untauglichsten Antworten auf diese einfachen Fragen. Und deshalb kann es unsere Zustimmung nicht finden. Dieses Gesetz vertieft die soziale Spaltung der Gesellschaft. Es missachtet die Situation im Osten und in strukturschwachen Regionen. Und es entmündigt die Kommunen. Und es ist in vielen weiteren Punkten, auf die ich gar nicht einzeln eingehe, gründlich missraten. Nun hat Bundesminister Schäuble dieses Gesetz immer mit der Begrifflichkeit eingeführt, die Bundesregierung hätte mit diesem Gesetz einen Wendepunkt hin zur Haushaltskonsolidierung eingeleitet. Wenn sie es nicht ganz so dicke gemacht hätten, wäre unsere Kritik jetzt nicht so scharf. Aber wenn man mal zusammenrechnet, was Sie in dieser Legislaturperiode an Neuverschuldung zusammenbringen, da wären es auch, wenn Sie noch so optimistisch rechnen, über 200 Milliarden Neuverschuldung sein. Und das ist keine Wende zum Besseren, das ist eine Rolle rückwärts und vor allen Dingen eine Irreführung der Öffentlichkeit, die wir nicht mitmachen. Stichwort soziale Spaltung. Der Beitrag zur Rentenversicherung bei Hartz-IV-Empfängern soll wegfallen. Das ist nicht nur eine weitere programmierte Altersarmut. Das ist, wenn man sich es genau anschaut, das ist auch ein Betrag, der in der Rentenkasse bei allen Rentenbezieherinnen und Rentenbeziehern führen wird. Elterngeld bei Hartz-IV-Empfängern soll wegfallen. Nun trifft sie die Kritik. Und nun könnte man ja denken, jetzt neigt die Koalition zu großen kreativen Umsetzungen dieser Kritik. Aber was macht Schwarz-Gelb? Schwarz-Gelb vollzieht die Flucht in den maximal möglichen Populismus, indem sie sagen, kein Elterngeld für Superreiche und das gewissermaßen als ausgleichende Gerechtigkeit darstellen wollen. Fakt ist doch, bei dem Vorschlag erreichen sie etwa 1000 superreiche Paare und auf der anderen Seite werden über 130.000 mit einer Einkommensminderung von einem Viertel bedacht. Das ist zynisch, das ist Rosttäuscherei, meine Damen und Herren, und erst recht vor dem Hintergrund dieser 5-Euro-Hartz-IV-Beziehungen. Also wenn ich sage Ihnen eins, wenn mir vor zwei Wochen ein Kabarettist im Fernsehen mit dieser Idee gekommen wäre, ich hätte zudem gesagt, auf so viel Quatsch wird auch Schwarz-Gelb nicht kommen. Ich muss sagen, ich hatte mich getäuscht. Sie sind auf so viel Quatsch gekommen. Es ist wirklich schwer für Satire in diesem Lande. Im 20. Jahr der deutschen Einheit sagen Sie den Ostdeutschen, ihr seid für die Lasten der Finanzwirtschaftskrise zuständig. Etwa die Hälfte der Lasten, das ist schon gesagt worden, trägt Ostdeutschland und tragen die von sozialen Problemen betroffenen Städte und Regionen. Aus den angesagten blühenden Landschaften machen sie zahlende Landschaften. Und da hat doch die Genossin Hagedorn von der SPD vollkommen recht mit ihrer Kritik. Ich muss Sie nur daran erinnern, die Menschen in diesen Regionen und insbesondere im Osten haben nicht vergessen, wer die Agenda 2010 einst auf den Weg gebracht hat. Sie zerstören auch mit dieser Politik mutige und kreative Ansätze, die es in den neuen Ländern gibt. Suche nach neuen Entwicklungspfaden. Wir haben heute den ganzen Tag über die Einführung neuer erneuerbarer Energien gesprochen. Und wir wollen endlich, dass der Osten als Chance begriffen wird, als Chance, diese Republik zum Besseren zu verändern, und zwar in allen ihren Teilen. Sie zerstören das kommunale Gemeinwesen.
Sie brauchen sich nur die Stellungnahme des Bundesrates anschauen. Ihnen wird zu Recht vorgeworfen, Sie verteilen Lasten nach unten, ohne das finanziell auszugleichen. Und deshalb ist es ja so interessant, dass der Widerstand gegen Ihre Haushaltspolitik inzwischen ein Widerstand ist, der nicht zuerst betriebswirtschaftliche Aspekte im Auge hat, der gar nicht zuerst haushaltspolitische Kritiken äußert, sondern der ganz eindeutig das sagt, was hier stattfindet. Diese Kritik besagt, Sie zerstören das gesellschaftliche Gemeinwohl, und das kann nicht hingenommen werden. Wäre ein besseres Haushaltsbegleitgesetz möglich gewesen? Aber ja, genau hier wäre der Platz gewesen, um Ansätze zu schaffen für eine gerechte Lohn- und Einkommenssteuerpolitik, für eine Millionärsabgabe, für eine Finanztransaktionssteuer. Das alles trauen Sie sich nicht, und stattdessen kommen Sie jetzt wieder mit der alten Leier der Erhöhung der Tabaksteuer. Die ist 8-mal erhöht worden, und das Ergebnis ist, dass das Steueraufkommen nicht gestiegen ist, sondern ist real gesunken. Ihre Politik zerstört das Gemeinwesen, es schadet der Demokratie. Wir wollen eine bessere Gesellschaft und natürlich auch eine bessere Regierung. Denn diese Regierung und vor allem die FDP verspricht ein Steuersystem nach dem Prinzip einfach, niedrig und gerecht. Dazu ist festzustellen, einfach, niedrig und gerecht sind in diesem Lande nur die Umfragewerte der FDP.